Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft. Unsere Fahrzeuge, die unterwegs waren, haben ihre Arbeit getan. Was uns jetzt noch zu tun bleibt, ist die Wiese zu striegeln und die restlichen Felder, die noch nicht gedüngt sind, zu düngen. Und das machen wir nach dem Intro. So, da bin ich auch schon wieder. Und dann gehen wir gleich mal hier in den Striegel. Schafoins. Ja, da machen wir auch raus, das Ding. Wiese 1. Kursladen. Striegeln. So. Du fahren Wiese 1 und beginnen auch gleich mit der Arbeit. Und tschüss. So, dann gucke ich mal, welche Felder sind noch nicht gedüngt. Zack, Gras, zack, Wachstum, Bodenbeschaffenheit. So, fertig ist Feld 18, Feld 11. Das heißt, wir können hier bei 15, 23 weitermachen. Das müsste der Johnny sein hier. Jawohl. Du fahrst ein Feld 15. Und da machen wir kalten Düngen. Oh Mann. Sorry. Feld 15 kalten Düngen. Haben wir den jetzt geladen? Ich glaube ja. Und da brauchen wir auch. Irgendwo hin, da kann man direkt hinfahren. Das Saatgut, das Düngemittel, das reicht locker aus. So. Dann bleibe ich jetzt mal hier. Und der was gucken möchte. Ein Produktions nämlich. Da. Mineraldünger, Saatgut. Mineraldünger wird gebraucht, da kann ich nichts machen. Da wird ja Flüssigdünger hergestellt. Und Saatgut natürlich. Aber ich glaube, ich mache mal ein bisschen Saatgut in den Hof, wenn ich mich richtig gesehen habe vorhin beim Vorbeifahren. Wir können hier mal hin, Speedy Konzahlen. Saatgut habe ich noch 37.000 auf Lager. Das ist nicht so üppig. Deswegen holen wir eine Fuhre. Das ist ja dein Job. So, wir fahren zur Düngeproduktion und holen Saatgut. Das Ganze bringen wir zum Hof und ins Saatgutsilo. Und das ist dann natürlich Saatgut. Saatgut, zack, das machen wir. Einmal. Und dann fahren wir los, mein Freund. Ja, während der jetzt fährt, gucken wir hier mal weiter. Wo ist man denn gestern stehen geblieben? Mehl, ach ja, Bäcker könnte ich auch mal. Erdbeeren, das wäre doch mal eine Idee. Ich will doch aber die blöde Dinge haben. Tomaten.
Doch, wir verkaufen zweimal Tomaten. Tomaten. Was bringen die an Cäsars? Tomaten. 1,423, 1,435. Wer bietet mehr wie 1,435? 1,435 zum ersten. 1,435, 1,444 zum ersten. Zum zweiten. Verkauft an Restaurant. Da war ich noch nicht. Glaube ich. Oder? War ich schon mal im Restaurant? Gucke mal doch. So. Danke. Restaurant. Doch, da waren wir schon. Ach, Restaurant, das nennt, das ist doch Restaurant. Das ist ja gut. So, wir haben die Kühlbox dran. Das passt. Wir fahren zum Gewächshaus. Beladung Tomate. Das fahren wir. Verkauf. Restaurant. Und das sind keine Erdbeeren, das sind Tomaten. Das Ganze machen wir zweimal. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt im Anschnallmodus. Sonst haben wir gerade nichts zu tun. Also schnallt euch die Gurte über. Kurztüten bereit, es geht los. In 3, 2, 1.
Ja, liebe Freunde, ihr habt's gesehen. Der Düngestreuer ist auf seinem Parkplatz gefahren. Ich muss jetzt noch warten, bis der geladen hat, dass ich die Klappe wieder zumachen kann. Und dann hüpfen wir zum Düngestreuer und geben dem gleich die nächste Aufgabe. Da brauchen wir jetzt nicht mehr zugucken, wie der ablädt. So. Mein Freund Düngerstreuer. Feld 15 hast du souverän gemeistert. Dann gehen wir doch jetzt zu Feld 23. Zack. Kurs laden, kalten Düngen. Zack. Und Feld 23. Mit der Arbeit anfangen. Und adios, Muchachos. Wir kicken noch mal kurz rein hier. Und wenn der gespeichert hat. Zack. Und wir sehen, 15 wunderbar gedüngt. Die Wiese ist wieder gedüngt. Jetzt ist dieses Stückchen dran hier. Und dann fehlt noch die 2. Und dann haben wir das. Für die BGA wird es noch nicht reichen. Mit den Tomaten. Deswegen gucken wir einfach mal weiter. Ob wir noch was finden, wo wir verkaufen können. Salat ist nix. Tomaten haben wir eben oder machen wir gerade. Holz, das wäre zwar auch immer schönes Geld, aber Paletten vielleicht. Sägewerk kommt ja noch. Kompost ist wieder am Kompostieren. Die Trauben machen wieder nichts, weil sie voll sind. Trauben könnte ich mal gucken. Trauben. Ja, lass uns mal gucken, was verdient man mit Trauben? Erdbeeren, Rosinen, warum sind da keine Trauben? Traubensaft, Rosinen und dann können doch da auch Trauben sein. Nee, die stehen wieder ganz woanders. Und garantiert oben. Und nicht da, wo ich jetzt hinscrolle. Ja, aber ja, sowas von klar. Ich sehe überhaupt keine Trauben. Trauben da. Oh, wir haben auch keine Trauben auf Lager. 1,366, 1,410, 1,410, 1,412 zum ersten, 1,417, Gott sei Dank. Weil die Pizzeria ist noch nicht eingefahren, oder? Ich weiß es nicht. 1,417, 1,457 zum ersten, zum zweiten und zum dritten. Super Mike Mitte. Bekommt schöne Trauben. Komm, wir verraufen noch einmal die Trauben. Ne, wartet mal. Ne, hier, guck mal, da haben wir Saft, da kriegt er viel mehr Geld. Tomatensaft. Tomatensaft, halt da oben. Traubensaft, Tomaten. Erdbeersaft, Tomatensaft. Ja, das lohnt sich doch viel mehr. 3,85, 6,85, 7,54, 7,59, 800 zum ersten. Oh, 9,36 zum ersten, zum zweiten und zum dritten. Super Mike Mitte verkauft. Ja, dann machen wir das so. Der ist am Malochen. Das ist gut.
Okay, ich kann beim Abladen, das ist gut. So, jetzt rollt der Rubel wieder. So, bleib mal stehen, mein Schatz. Wir fahren zu Fizi Spitzi Warenausgang. Und das bringen wir dann zum Verkauf. Und zwar Supermarkt Mitte war's. Supermarkt Mitte. Das sind keine Tomaten, sondern Tomatensaft. Und das machen wir nur einmal. Einmal ist kein Mal. Ja, dann darfst du losfahren. Da steige ich aber gleich wieder aus. So, mache ich den kürzeren Weg. Zu dir, mein Freund. Weil wir werden jetzt mal Trauben einlagern. Da habe ich noch keine auf Lager, habe ich gesehen. Deswegen fahren wir zu Feld 24. Traubenbeladung Trauben. Katsching. Und das bringen wir zur Spedition. El Spedition. Ins Logistikzentrum Schüttgut. Und das sind dann die Trauben. So. Und dann ab die Post. Ja, die Trauben werden da jetzt halt beim Logistikzentrum abgekippt. Das sind dann so circa 100. Ne, sind wir politisch korrekt? Da ist ein Automat. Der verpackt die Trauben natürlich in Kisten. Und werden sortiert nach Güteklasse und dann geht's eben ins Lager. So sieht's aus. Ach ja, ich weiß nicht, ob ich euch das gesagt habe, aber ich glaube schon. Das neue Feld habe ich auch eingesät Oh. Monk, Monk, Monk. Hier. Jetzt weiß ich noch nicht mit was. Gerste. Ich mir jetzt eingefallen. Jetzt, wo ich hier bei Wachstum bin, ist mir Gerste eingefallen. Ja, wenn ich dachte, das Feld so lang brach liegen, ist ja auch Quatsch. Da hauen wir jetzt Gerste drauf. Und dann sind wir im Rhythmus, würde ich mal sagen. Ja. So, unser LKW ist angekommen. Bei den Träubchen. Das sollte ja jetzt schneller gehen. Die haben wir ja ein bisschen XML-isiert. Jawohl. Das läuft. Ich hoffe auch jetzt, dass mein Lager die Trauben auch annimmt. Das ist auch so ein Punkt, wo ich mir noch nicht sicher bin. Haben wir die nicht schon mal. Was waren das vom eingetragen haben? Ich komme nicht mehr drauf. Da war auch irgendwas, wo das Lager nicht genommen hat, wo ich dann eingetragen habe. Waren das Trauben? Ach, wir werden es ja gleich sehen. Komm jetzt Eier hier nicht rum. Fahr weiter.
Ja, unfassbar. Wir werden auch jede Traube mitnehmen, wo da noch kommt. So, wir sind auf dem besten Wege. Zu unserer Spedition. Olle. Ja, und dann gucken wir mal, ob das passt. Also ich drücke schon mal die Däumchen, dass der Freund ja jetzt ablädt. Und dass wir dann endlich auch Trauben in unserem Repertoire im Lager haben. Bum, 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 bum. So, meinetwegen könntest du jetzt anfangen mit Abladen. Sieht nicht gut aus. Nee. Nee. Oder bin ich so dicht dran, aber ich glaub's nicht. Haben wir noch ein Stück vor? Nee, der nimmt keine Trauben. Dann weiß ich ja, was ich nächste Folge zu tun habe. Oh Mann, nee, ich stelle den gleich in Position. Weil wir sind auch dann wieder am Ende dieses Videos angekommen. Der Düngerstreuer ist auch fertig. So, ich platziere dich mal hier hin. Und wenn wir dann morgen die Trauben eingetragen haben, dann können wir den losschicken zum Abladen. Stelle mal auch gleich ein. Komm, dann vergessen wir das nicht. Zack. Abladen in der Spedition. Logistikzentrum Schüttgut. Kann ich das ausmachen? Dich kann ich ausmachen. Wir gucken in der Karte. Der ist noch am Traubensaft verkaufen. Wollen wir mal gucken, was da an Kohle reinkommt? Ja, wollen wir. Deswegen noch ein Wurmloch vom Feierabend. Und dann haben wir es geschafft. Wir sehen uns dann beim Supermarkt Mitte. So, angekommen. Supermarkt Mitte. Macht auf das Tor, die Türen macht weit. Zack. Ne, will er nicht. Habt ihr Pech gehabt? Es ist so eine Zicke. Einmal macht er die Tür auf, einmal nicht. Jetzt will er sie gerade nicht aufmachen. Warum auch immer. So ist es aber. Ja, wir kriegen sogar noch ein schönes Polster jetzt, wenn wir dann morgen die BGA kaufen. Hoppala, geht schon wieder los. So, wir haben bekommen vom Traubensaft fast 400.000 Pesetas. Damit kann ich leben. Sehr schön. So, liebe Freunde, während der sich hier vom Acker macht, bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, dann schaut doch morgen wieder rein. Denn morgen gibt es wieder viele interessante Sachen zu machen. Ich hoffe, ihr seid dabei. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Und bis dahin sage ich wie immer: Ciao, ciao, euer Obi.